Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer kleinen Info. Und zwar hört ihr schon an meiner Stimme und an meiner Laune und am Titel, ich werde eine Pause einlegen. Und zwar von heute an bis zum Weihnachtsferienbeginn in Brandenburg. Das ist ja, glaube ich, am 21. Dezember. Und ich will jetzt bis dahin, diese 2 Wochen, will ich jetzt erstmal nichts mit YouTube zu tun haben. Ich werde vielleicht ein oder zwei Projekte noch aufnehmen. Aber ich hab schon für die anderen noch vorgearbeitet. Aber dazu denn mehr im zweiten Teil dieses Videos. Und das dann kommt dann gleich nach diesem Teil hier. Ja, wie diese Pause entstanden ist, warum ich das jetzt mache. Das ist so, weil ich bin jetzt in der 10. Klasse und man muss ja bis zum Halbjahr, Schulhalbjahr, ersten Halbjahr muss man ja denn sich bewerben für die weiterführende Schule. An meiner Schule konnte man das vor 3 Jahren, aber dann wurde sowas umgeschnitten, dann konnte man das nicht mehr und deswegen muss ich jetzt auf eine andere Schule gehen und dafür brauche ich mindestens eine 2 in den Hauptfächern und ich habe da immer nur knapp eine 3 plus und so. Das will ich natürlich verbessern. Jetzt in diesen 2 Wochen und ja, weil mein Abitur, ich will es ja machen, das ist mir sehr, sehr wichtig und da ist YouTube jetzt wirklich mal ehrlich 0% Schule 100. Ich werde ab und zu noch diese Videos gucken, die ich jeden Tag gucke, aber mehr auch nichts aufnehmen. Vielleicht am Wochenende, wenn ich mal kurz Zeit habe, keine Hausaufgaben zu tun habe, dann werde ich irgendwas aufnehmen, aber mehr auch nicht. Gut. Gibt's eigentlich noch was ich hier sagen könnte? Ja, eigentlich der andere kommt in der ersten und zweiten Teil dieses Videos. Okay, das ist der zweite Teil, wird dann auf dem Kanal sein und nicht in diesem Bild hier, wo jetzt Pause in der Mitte steht. Das hat der liebe Judo Gamer LP gemacht. Danke dafür nochmal. Seinen Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Gut. Wenn ich noch was vergessen habe, wenn mir noch was einfällt, dann sage ich das gleich nochmal im zweiten Teil. Auf jeden Fall guckt euch den zweiten Teil an, weil der ist auch ziemlich wichtig für euch. Und manche Leute haben auch schon gefragt, wann kommt das und so weiter. Auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich wieder im zweiten Teil dieses Videos. So Leute, hier bin ich wieder und jetzt zum zweiten Teil dieses Videos. Und zwar, in diesem Teil dieses Videos geht es jetzt um diese Projekte, also wie sie jetzt weitergeführt werden in der Zeit, wo ich nicht da bin oder wo ich abwesend bin, wo ich meine Pause bestreite. Oder, ja, welche Projekte jetzt kommen und so. Ist natürlich auch nicht schön. Einmal mal Kanal sehen hier, schön Kanal, ja, alles gut. nee, Leute, das werden wir jetzt hier machen. Und zwar, Leute, hier das Gewinnspiel, es läuft ja mega gut, Leute. 304 Aufrufe in 4 Tagen, wie soll das? Werden wir jetzt am 23.12. oder da 5000 Klicks haben. Ey, Leute, ja, fast 40 Likes, da nehmen richtig viele Leute teil. Also Hut ab, Leute, sehr, sehr schön. Das läuft immer weiter, schreibt eure Kommentare. Und was alles im Video gesagt wird. Gut. Ihr habt doch gesehen, dass jetzt manche Videos nicht kommen. Zum Beispiel, wir haben es heute Donnerstag. Und am Montag kam ja auch hier, hört eigentlich dann um, nach Eurotaxi oder 2, hätte eigentlich ja nie Most Wanted 2005 kommen können, sollen. Und das kam leider nicht, weil ich einfach keine Zeit hatte, Leute. Ich musste nämlich richtig, richtig viel für die Schule machen, einen Vortrag üben, dann für das Praktikum, was ich hatte, ein Praktikumsheft da, und dann noch alles mit Schule zu tun hat. Ihr habt es ja gerade gehört im Video, und deswegen kam das nicht, und da braucht ihr auch jetzt, ihr könnt ruhig fragen, ich werde auch antworten, aber dieses Video sagt euch jetzt, wie der momentane Stand ist, für die nächsten 2 Wochen. Okay, da haben mein Nick und ich gleich noch ein bisschen drüber geredet, weil diese, da muss ja irgendwie der Uploadplan geändert werden, wegen den ganzen Projekten. Also der wird dann danach wieder geändert, denn, wenn ich dann wieder normal
online bin, wenn ich dann wieder normal aufnehmen kann. So, okay, da haben wir jetzt nochmal geändert. Also Montag, also wir haben es heute Donnerstag, morgen, da kommt heute Abend noch Need for Speed Pro Street. Heute Abend um 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich es bis da hochgeladen schon bekomme. Dieses Video hier. Auf jeden Fall kommt dann noch Need for Speed Pro Street oder kam schon. Dann morgen kommen diese drei Videos, Trackmania, NBA Euro Truck kommt. Ja, das kommt noch am Samstag. Race Driver Grid und ja, Race Driver Grid kommt. Da hab ich noch ein paar auf Lager. Ich kann es euch hier mal auch schon auf mal zeigen. Hier seht ihr die ganzen Videos. Oh, 600 Videos schon, meine Fresse. So, hier auf private Videos und man sieht hier schon, wir haben hier noch ein paar. Die wir noch haben 11 Videos hier, Restaurant Grid und Pro Suite habe ich auch noch 3. Das aber auch sehr, sehr schön ist. Und ja, da habe ich hier noch Restaurant kommt, den werde ich auch aufnehmen. Dauert ja auch nicht so lange, so ein Part hochzuladen und aufnehmen. Naja, immer so eine halbe Stunde. So, F1 werde ich jetzt immer aufnehmen. Also das dauert dann lange eine Stunde da. Das Rennen eine halbe Stunde, die Quali und Training auch eine halbe Stunde. Eine Stunde habe ich bestimmt auch irgendwann mal Zeit, um aufzunehmen. Aber ich habe da noch meistens keine Lust dazu, Leute. Einfach keine Lust, um aufzunehmen. Aber Formel 1 kommt auf jeden Fall. Am Samstag. Sonntag GTA 3 kommt denn nicht. Habe ich ja kein. Extreme Trucker 2 kommt von der Nick. Der wird da jetzt am Wochenende wahrscheinlich Montana. Also das wird das nächste Gebiet sein. Sofort durchspielen. Weil, ja, er hat ein bisschen Zeit. Und dann wird das einfach durchspielen. Dann haben wir sehr viele Parts auf Lager. So, dann kommt das Rennen natürlich am Sonntag auch. So, dann nächste Woche. Ab Montag. Trackmania nicht. Werde ich nicht aufnehmen. Ich werde dann da was anderes aufnehmen. Dann kommt ihr neues Projekt von Yannick. Und zwar Just Cause 2. Da hat er richtig, richtig viel Bock drauf. Das wird dann jetzt am Montag 18 Uhr kommen. Das wird dann das einzige Video sein für die nächsten 2 Wochen, was dann 18 Uhr da kommt. Vielleicht Trackmania, vielleicht Most Wanted, wenn ich Zeit habe. Aber nur vielleicht. So, dann kommt natürlich auch erstmal nächste Woche Dienstag noch der Pro Street Part. Und dann ab nächste Woche Dienstag, übernächste Woche Dienstag, also wenn nächste Woche Dienstag der Pro Street kommt, eine Woche später kommt dann der Test Drive Part, weil ich dann keine Pro Street Parts mehr habe, kommt der Test Drive Unlimited. Auch ein neues Brett, was ihr hier findet auf dem Kanal. Auch sehr schön. Macht richtig Spaß. Dann NBA, wenn Yannick und ich uns am Samstag, den 8. Dezember treffen und ein Spiel aufnehmen, damit wir, oder gleich 2 Spiele, damit wir Parts haben. Macht auch richtig Spaß, NBA. Und ja, das werden wir natürlich dann machen. So. Race River Grid, das weiß ich eben nicht, ob ich das schaffe, aufzunehmen. Also die Test Drive Parts sind ja schon hochgeladen, man sieht es hier. 1, 2, 3 und 4. Schön. Die Parts könnt ihr euch dann reinziehen. Die sind doch wirklich richtig geil geworden. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gut. Dann hier Mittwochs NFS 2012. Ja, das habe ich auch nicht aufgenommen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Vielleicht werde ich aufnehmen, aber ich glaube ja nicht. Ich konzentriere mich dann hier nur auf F1 und NBA, die ich dann aufnehmen werde. Da wird auch erstmal der Euro Truck Simulator, der kommt ja dann erst am Montag 18 Uhr nicht, der wird dann nur noch, der wird dann vielleicht erstmal zurückgelegt. Muss ja mal einen Schluck trinken, ihr verschluckt mich ja bald. Der wird dann vielleicht mal ein bisschen ausfallen für ein, 2 Wochen, aber auch nicht weiter schlimm. Okay, schon besser, weil wir können nicht 3, 4 Stunden aufnehmen, weil NBA dort auch ein Spiel eine Stunde und dann danach noch Eurotruck aufnehmen. Nee, weil NBA macht es schon ein bisschen mehr Spaß als Eurotruck. Okay, Eurotruck kommt natürlich besser an, aber ist ja unsere Entscheidung, was wir bringen. Gut. Dann hier Mittwochs 18 Uhr kommt nochmal Extreme Trucker 2. Das wird jetzt immer zweimal die Woche kommen. Mittwoch 18 Uhr und Sonntag 18 Uhr. Da kam ja mal Mittwochs 18 Uhr der Trackmania Solo Modus. Der ist ja auch schon vorbei. Und ja, SRMP. Da kam ja wirklich jetzt 4, 5 Wochen nichts. Weil Mr. Metzinger einfach keine Zeit hatte wegen
Schule, Berufsschule, was weiß ich. Wir haben ja schon aufgenommen, aber dann ging es an einer Stelle nicht, weil mein Internet irgendwie zu schwach war, weil ich da nebenbei was hochgeladen habe. Das werde ich dann auch aufnehmen. SRMP, der holt ja nicht lange mit Mr. Mittelsinger. Gut, dann kommt Donnerstag auch wieder Just Cause 2 um 16 Uhr. Da kommt zweimal die Woche Just Cause 2. Richtig, richtig geiles Game. Hat ja nicht gesagt. Und ja, Just Cause 2. Das hätten wir beim Gewinnspiel vielleicht auch verlosen können, aber wir haben uns für Max Payne 3 entschieden. So, dann der Eurotax-Simulator. Das wird dann wahrscheinlich auch zweimal die Woche kommen, weil Yannick wird dann vielleicht morgen am 7. seinen PC bestellen, Leute. Seinen neuen PC und dann geht's richtig ab, Leute. Aber da sind zu noch mehr in 2-3 Wochen. Und dann kommt ihr natürlich dann diese Woche Donnerstag. Also nächste Woche kommt der Pro Street und übernächste Woche kommt dann TDU. Dann für nächste Woche Freitag, Trackmania kommt nicht, NBA kommt hin, ETS 2 vielleicht. Samstag, NFS 2012, nein. Race River Grid könnte kommen, F1 ja. Und Extreme Tracker 2 auch. Also, ihr seid informiert, jetzt nochmal Projekte, die nicht kommen werden. Grand Theft Auto 3, Need for Speed, Most Wanted 2012, ETS 2. Ja, dann, ja, und dann Trackmania halt, und dann Need for Speed Most Wanted, weil da haben ja auch schon welche angefragt, wann kommt der nächste Part. Ja, ich wusste ehrlich nicht, dass das bei euch so gut ankommt, weil das Spiel auch so alt ist. Und naja, ich werde mein Bestes geben, für euch dann noch was rauszuhauen, weil ich habe mir so überlegt, weil wir haben echt sehr viele Projekte, und bei der schönen Abonnentenanzahl 283, die ist wirklich in den letzten Tagen sehr, sehr gut gestiegen. Und nach Social Blade haben wir an einem Tag 12 Abonnenten verdient. Dann hier natürlich nur durch dieses Gewinnspiel. Und ja, dafür erstmal natürlich einen ganz großen Dank für diese Unterstützung. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte denn, nachdem ich hier, also hier werden die Ferien beginnen, glaube ich, am 21. Dezember. Wow, da geht die Welt unter. Nein, oh mein Gott. Ist das schlimm? Nee, und ab da habe ich mir dann entschieden, dass ich den Race River Grid jeden Tag ein Part bringe, damit ich dieses Projekt auch beendet habe, weil das wirklich ein geiles Game ist und ich will es sofort auch mal beenden, weil es sind ja nicht mehr viele Meisterschaften übrig. Und dann kann ich das dann auch irgendwann mal beenden, dann mache ich jeden Tag ein Part, dann hör ich das dann nach 2 Wochen wieder durch, anstatt nach 7 Wochen ist besser, weil ich will ja die Projekte fertig kriegen, damit ich dann vielleicht nur 1-2 Projekte habe, damit ich auch ein bisschen mehr Klicks bekomme. Weil so viele Klicks sind es ja nicht so oft, da müssen eigentlich mindestens 50 oder 70 stehen. Wo sind da die anderen 250 Leute? Verstehe ich echt nicht. Warum ihr da nicht raufklickt? Die meisten Klicks sind hier immer Inhouse, Trickmania und die F1 2012 Multiplayer, Leute. Das kommt dann auch wirklich jede Woche. Das versuche ich dann, da ist mal jede Woche Samstag ein Rennen. Versuche ich den Sonntag hochzuladen. Um 16 Uhr statt GTA 3. Und was kommt noch so gut an? Naja, F1 kommt noch ganz gut an. Und ein paar andere noch. Natürlich ETS 2. Okay, Leute. Ihr seid informiert über diese Info. Und ja, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Und wir sehen uns dann. Alter, 10 Minuten habe ich schon geredet. Meine Fresse. Gut, und dann sehen wir uns dann bei irgendeinem anderen Video wieder, was jetzt natürlich kommt. Natürlich dann Pro Street und ein paar andere. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehen wir uns dann nach meiner Pause wieder. Dann mache ich wieder so ein extra Video. Mujan ist back. Hin, damit ihr dann wieder informiert seid und wisst, dass es dann wieder richtig, richtig losgeht. Auf jeden Fall war es auch das erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und euch noch schöne 2 Wochen ohne mich. Also ich bin schon auf YouTube, ich beantworte Kommentare, alles, aber ohne aufzunehmen. Gut, dann war es das und bis dann.